Piraten. In der Popkultur kennt man sie als schrullige, versoffene und alberne Figuren. Darüber hinaus sind Piraten aber auch verdammt heroische und mutige Verfechter der Freiheit. Piraten sind rau, sonderbar, voll von Fehlern und Macken und doch irgendwie charmant. In der Welt der Videospiele sind Seefahrerabenteuer trotz des großen Entdeckergeists, der in ihnen schlummert, eigenartig selten. Abseits von Ubisofts Open-World-Hit Assassin's Creed 4 Black Flag, Monkey Island, Sid Meier's Pirates oder dem kommenden Skull and Bones gibt es kaum große Spieleschätze zu heben. Doch man sollte die Rechnung nicht ohne das von Piranha Bytes entwickelte RPG Risen 2 Dark Waters machen, das auf den ersten Blick unscheinbar im Sand herumliegt. Ja, Risen 2 ist unpoliert, ein bisschen merkwürdig und voll von Fehlern. Aber Risen 2 ist auch verdammt charmant. Wir blicken im Retro-Check auf den unentdeckten Spieleschatz zurück und verraten, warum viele Probleme des Rollenspiels mit der Zeit immer tiefer im Meer versinken. Wer schon mal durch die virtuellen Gewässer von Piranha Bytes gereist ist, der weiß, wie anders sich die See im Vergleich zu ähnlich großen Konkurrenz-RPGs verhält. Ob Technik, Gameplay oder Story, in etlichen Bereichen hinkt das Essener Studio wie mit einem Holzbein der modernen Spielebranche hinterher. Doch ebenso kann man sich sicher sein, dass neben Fehlern, speziellen Humor und Klischees, Individualität, Atmosphäre und Charme nicht weit ist. Die 2009 nach Gothic ins Leben gerufene Spielemarke Risen setzt im Vergleich auf weniger Humor. Ernstzunehmend ist das Ganze aber dennoch nur selten. Unser namenloser Held ist nach seinem Erfolg gegen Inquisitor Mendoza und einen Titanen dem Alkohol und der Antriebslosigkeit verfallen. Die Götter haben die Welt lange verlassen, Titanen sorgen für Angst und Schrecken und blöderweise auch für ganz schön viel Zerstörung. Schiffe und Bevölkerung werden immer aggressiver von diversen Seeungeheuern, darunter auch ein gigantischer Kraken attackiert. Um dem Ganzen mit voller Breitseite entgegenzutreten, braucht es eine magische Superwaffe, die angeblich unter den Piraten zu finden ist. Ja, vollkommen richtig. Piranha Bytes knapp 25-stündiger narrativer Faden führt, ähnlich wie bei einer klassischen Schatzsuche, zu einem unverzichtbaren und einzigartigen Fund. Ein waschechtes und klassisches Piratenabenteuer eben. So werden wir von der Inquisition zum Doppelspion erklärt, aus dem religiösen Militärverein rausgeschmissen und auf die Insel Takarigua verfrachtet. Mithilfe unserer Risen 1 Flamme und Partnerin Patty, der Tochter des berühmten Piratenschrecks Stahlbart, geht's auf in Richtung Piratenleben. Aber lasst euch gesagt sein, dabei wartet nicht nur Patty mit mehr Klischees auf, als Sandkörner am Strand liegen. Natürlich will ich mit. Na schön dann. Willkommen an Bord! Ich will die Überlebenden retten, aber nicht mit diesem Schiff. Einen tosenden Lobgesang auf die Geschichte von Risen 2 gab's vor 10 Jahren nicht. Und wir möchten an dieser Stelle sicher nicht damit anfangen. Die Handlung ist aber auch so relevant wie Bergsteigerausrüstung auf hoher See. Man könnte sie als reine Notwendigkeit betrachten, die uns erlaubt, fantastische Orte zu sehen und magische Momente zu erleben. Die kleinen Questgeschichten, Zwischensequenzen und Dialoge wirken wie aus einem Grundschultheaterstück zu Fluch der Karibik, das eher mit Spaß am Machen als mit Story- und Glaubwürdigkeitsanspruch performt wird. Zusätzlich plätschert das alles recht absehbar vor sich hin. Die Würze liegt im tropischen Fantasy-Paradies glücklicherweise woanders vergraben. Sag nichts, ich geh wieder Wasser schlucken. Der faszinierende Seefahrertrip gefällt dank der Liebe zum Detail. Ob es die vielen großartigen Umgebungen sind, die mit toll gestalteten Häusern und Vegetationen gefallen, oder das spaßig verpackte Fortschrittsgefühl. Risen 2 macht nach kleinen Startschwierigkeiten ungemein viel Spaß. Selbst die x-te Wanderung durch den Dschungel sowie der x-te Botengang enthüllen interessante Orte, Geschichten und Personen. Nach knapp 10 Stunden ist es uns dann endlich möglich, mit eigenem Schiff durch die Welt zu reisen und die insgesamt 6 Inseln bis auf ihre letzten Geheimnisse zu erforschen. Ebenso haben wir etliche Freiheiten in Herangehensweise und Entwicklung. Typisch für ein RPG von Piranha Bytes gibt es 3 Fraktionen, denen wir uns anschließen können. Dazu zählen die Inquisition, die Piraten und die unterdrückten Eingeborenen. Verdammte Hunde! Mach mit den Wilden gemeinsame Sache! Na gut. Wenigstens wissen wir jetzt, woran wir sind. Los geht's!
Zwischen den Story- und Erkundungsphasen sorgen Bosskämpfe, die Jagd nach neuen Fertigkeiten und diverse Minispiele für Auflockerung. Bei den Minispielen dürfen wir uns beispielsweise mit unserer Trinkfestigkeit einen Namen machen. Dabei müssen wir nur unsere zittrige Hand beim Griff nach Schnapsflaschen kontrollieren. Klingt unspektakulär, aber hey, für gute Stimmung sorgt das auf jeden Fall. Die bereits angedeutete Charakterentwicklung wurde ebenso motivierend verpackt. Durch das Töten von Feinden erhalten wir Ruhm, den können wir dann in neue Attributstufen investieren, die unsere Fertigkeiten mit Klinge, Pistole oder Diebeskunst verbessern. Die neu erreichten Stufen helfen auch beim Erlernen neuer Skills, wenn man denn zusätzlich über genug Münzen verfügt. Man kann beim knallharten Schmied im Piratennest die Robustheit in die Höhe treiben oder bei einem verzweifelten Gefangenen der Inquisition das Talent des Taschendiebstahls erlernen. Bring mir bei, wie ich mich unbemerkt bewege. Das ist weit entfernt von komplexen Spielideen, sorgt aber im Verlauf des Abenteuers für Motivation. Dank der neu eingeführten Voodoo-Magie ist es uns sogar möglich, kleine Äffchen zu steuern oder Menschen zu unterjochen. Die Möglichkeiten innerhalb der Charakterentwicklung gefallen. Die braucht es aber auch, um über das magere Kampfsystem und die raue Technik hinwegzukommen. Wenn man sich heutzutage durch die Welt von Risen 2 bewegt, erwischt man sich mehrfach beim Gedanken, das alles könnte ernsthaft 20 statt 10 Jahre alt sein. Dabei stößt am sauersten das Kampfsystem auf. Neben den irrsinnig steifen Animationen offenbart der zweite Teil der Risen-Trilogie starke Rückschritte. Ausweichen? Boah, gibt's nicht. Stattdessen muss man eine gefühlte Ewigkeit mit Schlagen, Parieren und Springen zurechtkommen, was zu monotonen Prügeleien führt. Nach ein paar Spielstunden kommen die Pistole und der Fußtritt dazu, der uns unter anderem beim Umdrehen von Riesenkrabben hilft. So richtig zündet das System aber nie, auch nicht nach zweistelliger Spielzeit. Bei den Gegnern macht das Fantasy-RPG eine weitaus bessere Figur, serviert aber selten mehr als Standardkost. Kralläffchen, Raubkatzen, Piraten, Banditen, Riesenkrabben, Ertrunkene, man trifft auch mal einzigartige Gegner wie Steinmonster, verfeindete Piraten oder die Meerestitanin Mara, aber groß der Rede wert ist das nicht. Was dummerweise hinzukommt, sind die ganzen Probleme und Fehler in der Spielwelt. Nachladende Texturen gehören zum Piratenalltag, genauso wie ein eigenartiges Vegetationsverhalten und sturzbetrunkene Feinde. Die müssen einfach besoffen sein, anders können wir uns deren blödes Verhalten nicht erklären. Ach, und dann wäre da noch die extreme Furcht vor Wasser, die unseren wagemutigen Piratenhelden zur scheuen Landratte degradiert. Wer dem Wasser zu nahe kommt, wird mit einer der eigenartigsten Sturzanimationen überhaupt konfrontiert. Die Animationen aus dem Kultstudio könnten allgemein kaum irrsinniger ausfallen. Ob kämpfen, springen oder rennen, die Bewegungen unseres stocksteifen Helden sind Anlass zur Sorge um dessen körperliche Gesundheit. Beim Öffnen einer Truhe wird man mit einer komischen Szene konfrontiert, die nicht mal die tatsächlichen Umgebungen widerspiegelt. Fleischspieße eigenhändig drehen, wie das in Risen 1 der Fall war, können wir nicht mehr und die Kampfanimationen erinnern auf negative Art an Fable 3, das übrigens auch 2012 auf den Markt kam und kürzlich von uns im Retro-Check erneut beleuchtet wurde. Das heißt aber lange noch nicht, dass Risen 2 eine schlechte Figur macht. Die schön gestalteten Umgebungen haben wir bereits angesprochen, aber auch der musikalischen Untermalung gelingt, eine tropisch-abenteuerliche Stimmung aufzubauen. Tilman Silescu, der Komponist hinter Risen 2, war ebenso zuständig für Tropico 6 und Anno 1800. Ein Piraten-RPG ist also genau sein Gewässer. Die Beleuchtung weiß ebenso zu gefallen und kreiert Momente, bei denen man innehalten möchte. Mit den Negativaspekten lernt man immer besser umzugehen und da kommen wir auch schon zur angesprochenen Würze des Abenteuers. Es ist wie mit einem alten Indie-Film, der unzählige Fehler und Probleme mit sich bringt, dabei aber zusätzlich während seiner Laufzeit eine so starke Persönlichkeit aufbaut, dass der Charme und die Detailliebe schlicht überwiegen. Im direkten Vergleich zu großen und akribisch geschliffenen Blockbuster-Juwelen fallen die extremen Schwächen natürlich ins Gewicht, die Einzigartigkeit aber eben auch. Wenn man durch die Spielwelt von Risen 2 reist, sich mit Krallenaffen prügelt oder den vielen Klischee-Pappfiguren auf zwei Beinen lauscht, dann spürt man, die großen Spielewelten und Abenteuer von Ubisoft, Bethesda oder Sony sind eindrucksvolle Kreationen mit jeder Menge Perfektion. Sie sind aber auch oftmals austauschbar und vergessenswert. Ein Piranha Bytes-Spiel hingegen bleibt im Kopf, vor allem durch seine Ecken und Kanten.
Was sagt ihr zum sonderbar liebevollen Risen 2? Überzeugt euch das Rollenspiel ähnlich wie uns oder überwiegen für euch die Probleme? Und welches Piranha-Spiel findet ihr eigentlich unterbewertet? Schreibt uns eure Meinungen und Gedanken in die Kommentare, lasst ein Like und Abo da, wenn ihr Spaß mit dem Video hattet und schaut doch mal auf pcgames.de vorbei für alles weitere aus der Welt der Videospiele.